Sieht so aus, als sollte er am Rennen nicht teilnehmen. Dante Veloz ist jetzt in Position. Wir warten noch auf The Unforgettable. Und da ist der Start erfolgt zum dritten Rennen, dem Protektionist-Rennen an der 2400-Meter-Marke. So Tough an der Innenseite, ganz in den Royal Music, weiter außen Leo Fantastico. Das sind die ersten drei Teilnehmer. Dahinter sieht man dann innen Giacomo Garibaldi, weiter außen Dante Veloz vor Adler und The Unforgettable am Ende des Feldes. So kommt das Feld das erste Mal an ihnen vorbei und es gibt den gewohnten Beifall des Kölner Publikums. Royal Music geht an die Spitze an der Innenseite, Royal Music vorne weg. Es geht in den Scheibenstraßenbogen hinein. Dahinter Dante Veloz außen knapp im Vorteil vor innen Giacomo Garibaldi. Dahinter sieht man dann Adler mit So Tough vor Leo Fantastico und an der Innenseite am Ende des Feldes The Unforgettable. So geht es aus dem Scheibenstraßenbogen heraus und in die Gegengrade hinein. Royal Music zeigt weiter den Weg mit knapp einer Länge vor Dante Veloz, der Favorit in zweiter Position. Drittes Pferd ist Giacomo Garibaldi in vierter Position, dann im grünen Dress Adler. Dann sieht man So Tough mit The Unforgettable innen und am Ende des Feldes galoppiert jetzt Leo Fantastico. Keine Positionsveränderungen, das Tempo ist gleichmäßig ruhig. Royal Music vorne weg, dahinter Dante Veloz. Dann sieht man ganz an der Innenseite dicht auf Giacomo Garibaldi vor Adler, The Unforgettable, dann So Tough und am Ende des Feldes unverändert. Da galoppiert Leo Fantastico. Das Ende der Gegenseite wird jetzt gleich erreicht. Es geht in den Schlussbogen hinein. Royal Music weiter vorne. Dante Veloz an der Außenseite in lauer Position. Dann sieht man Giacomo Garibaldi innen als dritten Kandidaten vor Adler. Dann The Unforgettable, dann So Tough und am Ende des Feldes Leo Fantastico. So geht es gleich in den Einlauf hinein. Royal Music zeigt weiterhin den Weg mit Eddie Petrosa. Dahinter dann Dante Veloz. Da macht sich Andra Starke ganz klein am Hals des Pferdes und ist an der Seite von Royal Music. Royal Music noch im Vorteil, Dante Veloz. Und ganz an der Außenseite kommt der Vorschuss von Adler, aber an der Spitze Royal Music mit Dante Veloz. Dante Veloz jetzt im Vorteil mit Royal Music. Royal Music wehrt sich und an der Außenseite, da kommt jetzt Adler. Noch 300 Meter, Dante Veloz mit an der Innenseite Royal Music. Und an der Außenseite Adler, drei Pferde in Linie. Adler und Royal Music. Adler an der Außenseite ist im Vorteil. Adler die letzten 100 Meter. Adler und Adler kommt zu einem sicheren Erfolg. Adler gewinnt das Rennen. Adler gewinnt vor Royal Music. Dahinter Dante Veloz, The Unforgettable wird Vierter, dahinter sah man dann außen So Tough mit Giacomo Garibaldi und Leo Fantini.